Weil, wenn man als Mann Karriere macht, muss man nicht unbedingt denken, warte mal, wenn ich jetzt Familie will, ja, dann muss ich jetzt irgendwann, weil die Zeit läuft mir davon. Wie der Hausi gesagt hat, da muss ich halt kalkulieren. Zuerst Karriere, dann Kinder oder Kinder gleich und dann halt, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, durchstarten. Oder man bleibt einfach bei den Kindern. Das sagt mein nächster Gast, die Monika, die plädiert eben dafür, als Frau auf die Karriere ganz einfach zu verzichten. Hier ist die Monika. Monika, hast du Kinder? Ja, du hast ein Kind. Ja, eine Tochter, ja. Okay. Mütter sollten bei den Kindern bleiben und keine Karriere machen. Naja, das, was uns als Karriere verkauft wird, ist nicht wirklich eine Karriere. Sondern die Mütter werden ja heute gezwungen in Arbeitsprozess und haben dann keine Zeit für die Kinder. Das ist das Ganze. Also wenn eine Frau zu Hause ist und Mutter ist, das wird nicht honoriert oder wird nicht von der Gesellschaft nicht hoch angesehen. Aber Pädagogin im Kindergarten, also das ist sehr wohl angesehen von der Gesellschaft. Und da läuft halt einiges schief in unserer Gesellschaft. Also das siehst du schon auch so schwarz-weiß. Männer können eher Karriere machen als Frauen. Schon, ja, stimmt. Ja. Kinder sind sicherlich immer ein Punkt, wo ich sage, es ist sicher um einiges schwieriger. Ja, Hause. Die Männer haben auch mehr Möglichkeiten. Haben sie das? Ich habe mehr, weil ein Mann kann mehr, also auf den Baustellen. Mhm. Ich sehe nicht, dass eine Frau mauert auf der Baustelle. Das sehe ich auch nicht. Es gibt ganz wenige, die sich das antun, aber ja. Ja, es gibt wenig. Der Mann ist einfach auch stärker gebaut. Aber es gibt genügend andere Richtungen, wo ich mich als Frau ausstrecken kann. Es ist ja sicherlich eine Frau wesentlich empfindlicher wie ein Mann. Weil ich sage einmal, grundsätzlich der Körper einer Frau, dass alles das möglich ist, Kinder auf die Welt zu bringen, eine starke Kraft zu Hause zu sein und darüber hinaus, ist ein Wunder. Ja, also für mich ist eine Frau grundsätzlich ein Wunder, dass das geht. Und dementsprechend, weil es einfach diese vielen Facetten gibt, Entschuldigung, ist ja wesentlich anfälliger für Krankheiten. Eine Frau hat ihre Tage und darüber hinaus viele andere Dinge. Deswegen ist es natürlich dann, wenn ich so einen Wahnsinnigen habe als Mitarbeiter, wie ich jetzt, der keinen einzigen Tag in seinem Leben im Krankenstand war, weil er einfach seit 12 Uhr Augen hat und natürlich die andere Rahmenbedingungen vorfindet, ist es natürlich leichter, wie wenn ich in einen anderen Körper stecke. Das ist sicherlich so. Monika ist aus dem System ausgestiegen. Was heißt das? Ich habe der Firma Republik Österreich einen Brief gesendet. Der Republik Österreich? Der Firma Republik Österreich, richtig. Und habe ihr meine Souveränität erklärt. Dass ich mich in Zukunft... Also sozusagen eine Free Woman oder Free Man Erklärung. Dass ich mich von der Firma Republik Österreich, das ja nur meine Firma ist, nicht verwalten lasse und mich selbst verwalte. Heißt für dich was? Du musst keine Steuern zahlen? Nein, ein souveräner Mensch lebt im Naturrecht und im Völkerrecht und ist dem Staat gegenüber immun. Okay? Weil der Staat Österreich ist ja kein Staat, ist nur ein Unternehmen. Und ein Unternehmen kann keine lebenden Menschen verwalten, sondern nur juristische Personen, sozusagen eine Handelsware, die ja quasi mit unserer Geburtsurkunde, diese Rechtspersönlichkeit, die mit unserer Geburtsurkunde geschaffen wird. So. Das heißt ja, dass man keine Steuern zahlt, oder wie funktioniert das? Also, ich glaube, jede Steuer widerspricht seit fast 100 Jahren dem Völkerrecht. Aber das haben Sie erfunden, ne? Das hat Sie erfunden. Das habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Heißt aber, dass wenn du ins Spital kommst, musst du dir selber zahlen? Ja, es ist genau das Thema. Und zwar ein Staat, gell, ist eine Einrichtung, die nur den Menschen zu dienen hat. Dieser Staat hat für Wohnung, für Kleidung, für Essen, für Nahrung und für meine Lebenskosten eigentlich aufzukommen. Deswegen hat der Mensch... Aber woher soll der Staat dann das Geld nehmen, um das alles zu genau, bauen? Genau, es ist genug Geld da. Es ist nur eine Frage der Verteilung. Es wird nur falsch verteilt. Das ist das ganze Problem, was wir haben. Geld ist genug da. Und wer hat die Krankenhäuser bezahlt? Natürlich die Menschen in diesem Land. Und wenn dann einer von uns krank wird, soll es ja selbstverständlich sein,
dass einer von uns dorthin gehen kann und sich gesund pflegen kann. Aber wer zahlt das? Ja. Der Staat. Aber da muss ja. Das genau. Muss ja das Kapital, wo es aber dort genau. Ist, muss ja irgendwie. Wenn jeder genau. Mensch so denken würde wie Sie, ja, dann wären wir dann wo? Genau. Dann wären wir ein Armenhaus. Nein, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Nein. Jeder Mensch, gell, der auf die Erde kommt, also sag mal, also ganz oben gell, steht der Schöpfer. Der das Ganze geschaffen hat. Ja, und der Mensch untersteht nur dem Schöpfer. Mhm. Und irgendwann hat der Mensch dann einen Staat kreiert, damit das auch für alle Menschen im gleichen Maße gesorgt ist. Dass alle Menschen gut gehen dürfen in diesem Staat. Ja, und jeder Mensch hat einen unendlichen Wert, weil der einzige Wert, den dieses Land hat, sind die Menschen. Weil die arbeiten, die kreieren, die erfinden, die schaffen. Der Wert kommt nur von den Menschen. Das Blattl Papier. Also da macht aber keine Karriere. Da macht aber keine Karriere dann in dem System. Nein, aber das Blattl Papier, was wir da haben, das hat keinen Wert. Weil das Papier wird nur aus dem Nichts geschaffen. Gell? Es gibt, ist so. Also ich glaube grundsätzlich, dass wir alle was hackeln müssen, damit wir das System am Leben halten. Also so fängt das Ganze einmal an. Ja. Wir wissen alle, was leisten. Die steuerlichen Problematiken, die wir haben, indem sich Konzerne Dinge herausnehmen auf irgendwelche Inseln, wo nichts versteuert wird, etc., dass das irgendwann einmal geändert werden muss, ist zweifelsfrei. Weil ich sage einmal, meine Milchbubenrechnung ist vielleicht ein bisschen falsch. Das wird mir eventuell irgendein Politologe anders erzählen. Aber im Grunde genommen wird bei uns Arbeit mit 50% besteuert. Und darüber hinaus zahlen wir noch, wenn ich kein Unternehmen habe, ich bin ja Angestellter und habe mein eigenes Unternehmen auch noch, 20% Mehrwertsteuer. Also werde ich eigentlich mit 70%, wenn ich es jetzt einfach so drüber habe, besteuert. Und wenn mir dann 30% von meiner Arbeitsleistung bleibt, ist das irre. Dass das geändert wird, ist zweifelsfrei. Wenn wir so leben alle, das System kann nicht funktionieren, weil irgendwer muss ja was einzahlen für die Leistungen, die ich empfangen will. Wenn jeder den Freibrief hat, in Deutschland Hartz IV, bei uns arbeitslos, keine Ahnung, der geht zum AMS, der macht Weiterbildung und alle kriegen ein Konto aufs Geld, dass das nicht funktionieren kann, ich glaube, das wird mir jeder daherin bestätigen und darüber hinaus, glaube ich, ist unmöglich. Es muss jeder seinen Beitrag leisten, aber jetzt gebe ich dir weiter, weil du bist schon so unmöglich. Dieses System kann natürlich nicht so funktionieren, weil das System dann nämlich zusammenbrechen würde. Warte, bevor wir jetzt zu lange, lassen wir den Hause noch aber antworten. Aber von was und leben Sie dann jetzt? Helfe jetzt Menschen, die Probleme haben mit der Firma Republik Österreich und mit dem System, dass sie eben ihre Probleme damit lösen. Und die Leute bezahlen Sie? Dass sie leben, sie müssen ja auch leben. Ja, ich lebe von Spenden. Von Spenden, ja gut, okay. Das Geld muss ja von irgendwo her kommen. Ja. Man kann nur spenden, wenn man Geld hat. Gut, also an Karriere in dem Sinn denkst du jetzt nicht, Monika. Nein, man kann ja nur spenden, wenn man Geld hat. Nein, das ist so. Ja, genau, das wollte ich eigentlich vorher fertig erklären. Und zwar, das Geld wird jetzt aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, es gibt eine private Organisation, die druckt das Geld aus dem Nichts. Und der einzige Wert hinter diesem Geld sind wir Menschen. Mit dem das rückversichert wird, gell, das Ganze. Also. Und ein Staat, jeder Staat, gell, kann seine eigene Währung drucken, gell? Genau aus dem Nichts, so wie es jetzt auch gemacht wird auf dieser Welt. Wird denn nicht als Nichts, weil du musst ja einen Gegenwert dazugeben. Ja, es kann nicht einer hergehen und der Geld buchen. Ja, dann gibt es natürlich solche Instrumente wie eine Inflation etc., damit, wenn Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, das in weiterer Folge, natürlich zahlen wir das alle. Aber ich schaue mir das an, wenn wir alle von heute auf morgen keinen Euroschein mehr einstecken haben, weil dann wohnen wir auch bis auf Widerruf unter der Brücke, müssen in die Gruft gehen oder sonst wohin. Es muss jeder seinen Beitrag leisten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses, ich nenne es jetzt einmal Weltfrieden, Lebensmotto, jeder für jeden irgendwie hudri-wudri funktionieren kann. Das bezweifelst du, glaube ich, genauso wie ich. Genau. Also, Arbeit kommt von Labor unser System, und bedeutet der Sklave. Wo wir haben auf der Welt, das funktioniert. Das funktioniert. Aber wenn jeder Mensch so denken würde wie Sie, dann würde es nicht funktionieren.
Wir sind alle im Armenhaus, aber alle im Armenhaus. Gell, wir im Armenhaus? Voilà. Wir sind da auf diese Welt gekommen, auch was zu leisten. Genau. Ja, ihr, sagt, man, man muss nicht, was leisten, das heißt sie, ja nicht, dass die Menschen wenn sie von, nicht von Spenden etwas leben, von Spenden leben, dann, das finde ich. Also, das sagt ja keiner, aber mich aus dem, ich nenne dieses Modell jetzt, ich melde mich aus dem Topf ab. Ja, ich zahle nichts ein. Ja. Ich warte darauf, dass mir irgendwer was gibt, weil ich muss mir ja von irgendwas mein Brotteil kaufen. Das kann nicht funktionieren. Aber die Überleitung Umleitung dieses Themas in was anderes, genau. Weißt du, vielleicht war der dieses Karriere machen wollen und arbeiten früher, so bei deinen Großeltern, der Hause, ja, anders als die jungen Menschen von heute. Ich möchte noch den letzten Gast dazu holen, okay. Weil da, mein Vater zum Beispiel, der kann keine Ruhe geben, der ist in Pension und arbeitet immer noch. Der arbeitet, der findet Arbeit. Und ich glaube, so ähnlicher Typ ist auch der Robert, der ist 88 und ist da. Ja, einen Kindheitstraum hat er von einer Yacht und die hat er sich auch gekauft. Hier ist der Robert. Robert, du hast es geschafft, vom Kfz-Lehrling zum Importeur von Traktoren. Ja. Wie viele Traktoren hast du verkauft? 1200. Das ist schon eine Leistung. Wann war denn das? Wann hat er 60er Jahren. Mhm. Das war die, ich würde mal so sagen, die Industrialisierung der Landwirtschaft hat begonnen. Die Hauer haben kleine Motorhaken gekauft, kleine Traktoren gekauft. Ja. Und das war mein Glück. Welche Voraussetzungen braucht